Let's go. Benutze das Schild von Dagobert Duck, um Ariels Haus freizuschalten. Wieso ist Ariels Haus günstiger? Vertrau mir, das ist eine erstklassige Immobilie. Sicherlich die Investition wert. Lass uns das kaufen. Grundgütige, es ist perfekt. Meine Arbeit hier ist getan. Hast du eine Minute Zeit? Nein, ich habe keine Minute Zeit. Oh mein Gott, ist das schön. Wir müssen gleich reingehen. Heiße Ariel, willkommen. Machen wir. Wir heißen Ariel, willkommen. Ich muss nur direkt Foto machen für Instagram noch. Oh mein Gott. Ich habe erst letzte Woche Ariel angeschaut und bin dann einfach reingeschlafen. Das ist so schlimm. Ich bin eingeschlafen. Ariel? Was für einen Gesichtsausdruck machen wir? Mach deine Hand weg. Okay, wir machen ein Bild. Oh Gott, was hat die für einen Gesichtsausdruck? Nein. Zurück, nochmal. Die guckt so komisch. Warum guckt die so komisch? Blendet die Sonne? Das wird immer schlimmer. Die guckt so komisch, als wäre die... Keine Ahnung. Och komm, jetzt hat sie ihren Arm im Weg. Fotogen bin ich, ne? Nein, mach ein besseres Gesicht. Mach die Hand weg. Ja. Jetzt mache ich noch ein Foto für. Für Dings. Vielleicht neben der Spur dein Charakter. Ich, ja. Kann man aber echt so sagen. Riecht aber so wirklich. So, jetzt kaufen wir noch Haus von Daisy und dann sprechen wir mit Ariel. Das ist Katastrophe. Sei gegrüßt, Nachbar. Ja, sei gegrüßt, Dagobert. Ich möchte das Haus von Daisy kaufen. Das ist perfekt. Daisy wird sich sehr zufrieden. Was? Das ist perfekt. Daisy wird sehr zufrieden sein. Ne? Ich kann heute noch nicht mal lesen. Ja, das Haus von Daisy ist auch knuffig. Müssen wir uns auch gleich anschauen. Mit einem kleinen Plausch. Nein, ich plaudere nicht mit dir, Dagobert. Plaudere nicht mit dir. So, Daisy, komm her, meine Liebe. Immer schön Schleife richten. Perfekt. Okay, wir gucken jetzt mal das Haus von Daisy an und dann von Ariel. Und dann sprechen wir mit Ariel. So, Donald, deine heißgeliebte Frau ist da. Ich bin noch eigentlich recht nah am Anfang. Oh mein Gott, guck mal, das sieht aus wie ein Friseursalon. Daisy! Ich komme in Zukunft zu dir. Ich will was meine Haare bei dir machen. Ich wusste nie, dass Daisy irgendwas mit Friseur macht oder sowas. Ist sehr interessant. So, jetzt gehen wir zu Ariel. Ich hoffe, die ist zu Hause. Ariel, ich komme zu dir. Jetzt hat Donald nichts mehr zu melden. Aber echt. Ich habe sogar den lieben Stitch. Oh ja, Ohana heißt Familie. Ich muss hier unbedingt das auch noch freischalten. Ich komme hier nicht durch. Warum das denn?
So, Ariel, wie ist dein Haus? Ist das schön? Ich hoffe ja. Ich hoffe, ich gehe da nicht unter. Wow. Da ist eine tolle Uhr, eine Leuchtkoralle, aber Ariel ist nicht hier. Ariel, wo bist du? Warte, man sagt immer, wenn man Selfies macht. Taucht die hier auf? Man kann die anscheinend so voll leicht herlocken, aber so wie es aussieht, nicht. Müssen wir mal auf Ariel-Suche gehen. Ist das schon Oskar? Ich habe nicht gedacht, dass ich das Geld schon alles passend offline hergekriegt habe. Richtig nice. Ich dachte immer, es waren so 20.000, 10.000. So, Ariel, meine Liebe. Wir versuchen jetzt nochmal Selfie zu machen. Hä, ist das hier jetzt wieder weggemacht worden? Ich dachte, wenn man Fotos macht, dann kommen die. Die kommen nicht. Boah, ich habe einmal vor, am Abend das zu spielen. Ich will unbedingt mal wissen, wie es aussieht in Dreamlight, wenn es dunkel ist. Okay, Aria, meine Liebe, wo bist du? Ich kann ja nur da sein, wo Wasser ist. Da ist Ursula. Da ist Aria. Oh, ich kann mich noch nicht hinteleportieren. Scheibenkleister. Was machst du dort, Ariel? Genieß dein Haus. Du bist so ein Schlingel. Lauf, komm, lauf. Bevor Ariel sich wieder anders überlegt und woanders hingeht, statt in einem Brunnen zu chillen. Fluss, Teich. So, Ariel, meine Liebe, hi. Ich habe eine fantastische Idee für uns. Kannst du, wenn du diese Idee erzählst, nicht so viel rumplätschern? Oh, ich bin so froh, zurück zu sein. Ich kann es nicht erwarten, Erik zu sehen. Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Du hast ihn nicht gesehen? Oh nein, das bedeutet nichts Gutes. Ich muss jeden fragen, ob sie wissen, wo er ist. Danke für deine Hilfe, Amy. Du hast es geschafft. Das war ihre Aufgabe. Okay, sprich mit Daisy. Daisy, wo bist du? Da läuft so. Du bist noch hier beim Hauptplatz. Die ist beim Hauptplatz. Daisy, Daisy, Daisy. Meine liebe Daisy. Ich glaube, du warst da unten, ne? Da ist Goofy. Da ist sie. Daisy, hi. Genau dich wollte ich sehen. Echt? Ich wollte dich auch unbedingt sehen. Wie fabelhaft, Dreamland Valley. Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Und Amy, du bist es. Du bist auch zurückgekommen. Ich war niemals weg. Ich war schon immer hier. Ich war nie weg. Herrje, ich hab dich vermisst. Genau wie diesen Ort. Ich musste das Vergessen an der Wurzel packen, eine Lösung finden und unserem Dorf helfen. Das. Stitch, sei ein bisschen leise. Deshalb bin ich gegangen. Meine Güte, ich war so lange weg. Wie mutig von dir. Oh, danke. Wir müssen alle mit anpacken, wenn wir können. Jetzt, nach all meinen Abenteuern und Erkundungen, bin ich bereit, mich wieder in das Leben im Tal einzuleben und dabei zu helfen, diesen Ort wieder zu strahlen zu bringen. Ich kann. Also lesen ist halt echt nicht meine Stärke. Und in diesem Sinne, lass uns in meinem Haus gehen. Ich muss dir etwas Wunderbares zeigen. Auf zu Daisy nach Hause!
Warum soll ich sie begleiten? Ich renne einfach vor. Ich bin schneller. Wir machen Wettrennen. Wer schneller dort ist. Und das bin ich. Weil ich habe eine Rakete in meiner Tasche. Hey, okay, sie kann zaubern. Bin mal im Lurk. Okidoki, danke schön für deinen Lurk. Sprich mit Daisy, machen wir. Ja, wen haben wir denn da? Fabelhaft, du bist hier. Es gibt ein paar Dinge, an die ich dich erinnern sollte. Vor dem Vergessen gab es einen Ort, an dem du deine erstaunliche Kreativität und deinen persönlichen Stil geteilt hast. Ich bin Stil? Ich hab keinen Stil. Er hieß die Boutique, ein Laden voller stilvoller individuellen Kreationen für jeden. Das klingt unglaublich. Das war es wirklich. Ich habe sie geliebt und war fest entschlossen, sie zu schützen. Als das Vergessen begann, ging ich also zu jemandem, der Träume wahr werden lässt. Jemand, der Träume wahr werden lässt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Dorfbewohner schon kennengelernt habe. Mach dir keine Sorgen, es wird jeden Tag besser. Ich bin sicher, du wirst sie bald kennenlernen. Jedenfalls hat die Boutique mit ihrer Magie geschrumpft und in Taschengröße gebracht. Ich habe sie hier in meinem Haus versteckt, um sie sicher aufzubewahren. Das ist die Boutique, das was mitten im Raum steht. Cool. Heute ist der Tag, an dem ich endlich die Boutique zurückholen kann. Müssen wir sie nicht wieder groß machen? Ich kann nicht einfach einen Keks essen und mich klein machen. Da sind wir in Alice im Wunderland. Natürlich kannst du das nicht, Dummerchen. Ich bin nicht dumm. Aber du kannst die Boutique mit einem Wunderland-Verstärkungselixier größer machen. Was brauchen wir dafür? Im Rezept werden Traumscherben, Karotten, Topas und weiße Gänseblümchen erwähnt. Sobald du das Wunderland-Verstärkungselixier hergestellt hast, kannst du es auf deinen herrschaftlichen Gießkanne anwenden. Dann musst du nur noch die Boutique gießen. Klingt eigentlich ganz einfach. Wenn das erledigt ist, nimmst du sie einfach und stellst sie ins Tal. Okay. Lass mich bald wieder blicken. Ja, Traumscherben. Ich habe nur eine von drei. Oh nein, das ist schlecht. Ich merke echt, dass ich heute zu wenig getrunken habe. Jetzt ballert es gerade voll in meinen Kopf rein. Ich habe Kopfschmerzen bekommen. Auf einen Schlag. Okay, Karotten haben wir genug. Traumscherben nicht. Da haben wir erst eine. Hier guckt man in die Tasche rein. Habe ich hier eine Traumscherbe? Nein, da habe ich keine Traumscherbe. Okay, wo findet man noch meine Traumscherbe? Sammlung? Traumscherbe. Das ist eine Nachtscherbe. Brauche ich eine Nacht- oder Traumscherbe? Traumscherbe. Ey, Katastrophe. Okay. Was brauchen wir für eine Traumscherbe? Nachtscherbe? Das ist die Traumscherbe. Oh, du das findest überall. Okay. Wir gucken da gleich. Aufgabe. Okay, Ariel, mit ihrem. Ich muss mit ihr erstmal befreundet werden. Mit der sie auch. Egal, wir haben hier drei schon, die wir danach machen können. Okay, Traumscherbe heißt. Die gibt's überall. Ich weiß jetzt nur nicht. Sind die hier in den Felsen drin? In Steinen? Wenn ihr wisst, wo es sein könnte, gerne Bescheid geben. Ich gucke jetzt einfach mal hier die in den Dingern da rein. Oh nein. Liegt nicht am Internet, dass es so komisch ist.
Ich spiele es auf der Switch. Das ist irgendwie immer so ein bisschen anders, so laggy-mäßig. Das sind keine Scherben, Dinger. Da ist eins. Vielleicht ist da schon direkt eine Traumscherbe. Das wäre voll cool. Wieso habe ich jetzt Foto? Ich habe doch hier. Nein, keine Traumscherbe. So, das sieht nach Gold aus. Ich glaube, ich schaue falsch. Kann das sein? Kann es sein, dass ich falsch schaue? Das ist ein Stein. Kohle. Ich brauche Traumscherben. Okay, ich frage mal schon der Onkel Google, wo man Traumscherben herkriegt. Ich will nicht lange suchen. Danke, das. Ah, warte. Man braucht Nachtscherben. Nein. Das ist was anderes. Dieses Valley wird immer hübscher. Ja, okay, das wird immer hübscher. Okay, akzeptieren und weiter. Traumscherben sind eine seltene Ressource in Disney Dreamland Valley. Ihre benötigt die Dream Shards für bestimmte Quests. Okay. Wir zeigen euch alle Methoden, Traumscherben zu finden. Traumscherben benötigt ihr vor allem für... Ja, aber wo finde ich die denn? Tiere füttern, wenn ihr Kleintiere mit Lieblingsessen geben. Lassen sie mit... Okay. Nachtdornen entfernen, Traumscherben ausgraben. Erst ab... ausgraben. Okay, ich muss ausgraben. Ich hab doch gesagt, ich suche voll falsch. Okay, wir gehen. Überall, wo es glitzert, graben wir aus. Hier zum Beispiel. Hier bin ich. Wir müssen reden. Das ist aber eine Nachtscherbe. Und keine Traumscherbe. Jetzt fühle ich mich ein bisschen veräppelt. Okay, von Nachtdorn kriegt man die auch weg, sagt man. Vielleicht müsste ich nur die Nachtdorn hier wegmachen, weil ich habe ja noch genug Nachtdornen. Das wäre eine Möglichkeit. Das machen wir gleich. Ich gucke jetzt erstmal überall nach. Ob man irgendwo was ausgraben kann. Na, mal schauen. Ich muss auch mal die Kisten hier einsammeln. Hier ist einfach nichts zum Ausgraben. Das ist auch jetzt komisch. Wenn man sie einfach so auskramt. Inventar ist voll. Ernsthaft? Ich hab doch gar nicht viel. Oh Mann. Ich muss ja auch mal nach Hause dackeln. Okay, wisst ihr was? Wir machen. Wir machen dann die Nachtdornen weg. Nachtscherben! Oh mein Gott! Okay, warte.
macht meinen Boden kaputt. Oh mein Gott. So. Das waren unter solche Böden, ne? Nochmal ein Nachtschirm. Oh mein Gott. Ich mein Traumschirm. Was sind Topas? Okay, Topas. Wir haben die Sachen, jetzt wollen wir Topas. Was sind Topas? Topas, Topas. Was sind Topas? Hier vielleicht ein Toba? Gereinigte Nachtscherbe. Ah, das habe ich vorhin gesehen. Was sind Tobas? Ich glaube, das ist ein Fisch. Auch kein Fisch. Das ist jetzt ein Topas. Tut mir leid, wenn ich jetzt sehr lange dafür brauche. Ja, aber ich weiß gerade nicht, was Topas sind. Muschel. Okay, das war's schon. Gericht. Ist da ein Topas? Ich bin kein Topa. Muss ich schon wieder Onkel Google fragen. Muss ich schon wieder Onkel Google fragen, was ein Topas ist. Ich frage Onkel Google, weil ich glaube, ich... Oder sind es Edelsteine? Ja, hier. Hauptplatz. Okay. Muss ich doch nicht Onkel Google fragen. Perfekt. Wir haben drei Stück von denen. Das ist die Frage. Sind die... Ja, süß und kuschelig. Sind die in den Steinen oder sind sie im Boden drin? Das muss man wieder Google fragen. Disney Dream Light Topas. Ich will Topas. Hier bin ich. Wir müssen reden. Okay, da habe ich jetzt was gefunden, aber... Das ist noch kein Topas. Hauptplatz, Docks, Innenhof. Und das war's. Im Innenhof. Also Leute, sorry, wenn dieser Part echt blöd wird, aber anscheinend hier, beim Innenhof. Okay, wir schlagen mal Steine auf, würde ich sagen. Wir schlagen Steine auf. Irgendwo müssen Topas rauskommen. Das sind Steine. Keine Topas.
Nein, das ist rot. Das ist kein... Oh, schön. Das muss dann gelb sein eigentlich. Ich habe einfach keinen Platz in meiner Tasche. Richtig schlimm. Deswegen denke ich, dass es eher hier schon aus solchen Dingern da rauskommt. Oder ich muss auch wieder graben. Ups. Ups. Oh, eine Truhe. Da ist ein Wasserfall. Ich liebe Wasserfall. Oh, wieder kein Topas. Das will mich doch ärgern. Ich habe keine Energie mehr. Auf nach Hause. Und wenn ich jetzt unfair, dass ich keine Topas finde. Meine Nachbarn sind gut. Ja. Meine Nachbarn sehen gut. Stitch ist so knuffig, ja. Okay. Das ist die Frage, welche Kiste ist für was? Da habe ich einen Topaz. Warte, steht da auch nochmal genau dran, wo ich es gefunden habe? Es muss abgebaut werden. Okay. Da habe ich nur Grünzeug. Okay. Habe ich hier irgendwas, was ich da reinschmeißen kann? Das kann ich übertragen. Ich habe eine goldene Kartoffel. Interessant. Das kann ich nicht da rein. Kann ich dich da rein tun? Nein. Dich aber? Natürlich hier der Rest rein. Gut. So, das muss man ernten. Heißt, es muss irgendwo beim Hauptplatz an dieser Wanddinger dran sein. Aber ich find's nicht. Ich find's aber nicht. Haben wir, sammeln die Steine auf. Danke, dass es nicht automatisch jetzt geht. Muss ich mich jetzt extra dafür bücken, um Steine einzusammeln. Okay. Mal gucken, ob da ein... Da muss jetzt ein Topaz rauskommen. Hey, ich habe einen Job für dich. Ich weiß, dass du einen Job für mich hast, aber ich brauche den nicht. Kein Topaz. Das ist böse. Ich will ein Topaz. Hallo. Hallo, ich will das hier ausgraben. Darf ich es nicht ausgraben? Ah, ich kann es mal aufheben. Hier sind noch was. Nur Steine. Ich finde keine Topas. Also Chat, wenn ihr wisst, wo es gibt, gerne mir schreiben. Ich finde nämlich alles bis auf Topas. Ich finde nur Steine. So Hauptplatz, ne? Das ist hier. Aber warum finde ich da nichts? Da ist noch was mit innen. Nein, es muss nur in diesem Bereich hier sein. Heißt, runter kann ich nicht, weil dann sind wir ja schon wieder neu woanders. Meine Schönheit wird hier.
Ah ja, da habe ich eine Zwiebel. Als ob eine Topas so selten ist. Ich finde nur Steine. Mmh.